Ich habe was vergessen. Oh, das tut mir leid. Ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, die Aufnahme auf Start. Aber ich habe einfach vorhin gedrückt. Mist, Mist, Mist. Fleisch bringt halt echt nichts. Wie viel Fleisch soll ich denn essen? So, pass mal auf. Ich würde mal in die Stadt gehen, schnell. Du bist schmutzig. Ja, das ist nicht schlimm. Ich verkaufe direkt bei der ersten Händlerin hier was. Ich überlege, ob ich ihn trotzdem als Jäger einstelle. Hail, friend. Zeig mir deine Waren. Pass mal auf, hier kriegst du mal alle Federn. Federn. So. Das kriegst du auch. Holzstamm. Nee, den will ich auflegen. Pelze. Verkaufe ich dir auch mal alle. Stöcke verkaufe ich dir auch wenn es nicht viel Geld bringt gerade, aber ich verkaufe das einfach mal. Und ich kaufe mal von dir. Gibt's irgendwas Sinnvolles, was ich hier kaufen kann? Salzfleisch. So halt zum Essen. Haferbier. Nee, ich hätte gern Haferbrei. Du hast aber auch nur so Zeug zum Essen, hä? Warte mal. Mach's gut. See you soon. Ciao. Da gab's doch noch irgendjemand, der Nahrung verkauft hat. Wer war denn das? War es du? Ja, ich glaube, du warst es. Ich habe noch Trockenfleisch. Ja, stimmt. Ich habe noch Trockenfleisch in meiner Tasche. Esse ich das Trockenfleisch? Ich esse mich mal. Das sättigt aber nicht so wirklich. Okay. Aber es sättigt. So. Die Frage ist, ich lasse den erstmal ein bisschen jagen. Und dann gucke ich mal, ob der vielleicht... Oder wie viel Nahrung der so rausschmeißt. Und dann sehe ich das ja, hä? Und ich muss mal wieder baden. Ich stinke. Und da drüben ist irgendeine Quest. Oder? Da oben drüben. Da auch. Muss ich aber weit reisen. Ich baue erstmal meine Siedlung hier ein bisschen auf, hä? Auch überhaupt nicht nah an einer anderen Siedlung. Das ist ja circa 17 Tage. Ach, steht das in der Verwaltung? Wohl? Hier? Beruf Jäger? Nee, ich... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Verwaltung hier. Jagd? Wo steht denn das? Steuer 4, Dämmerung. Bei Produktionseinstellungen. Ah, ach, hier ein Tag. 17, noch irgendwas Fleisch holt er am Tag. Ah, okay. Das ist gut. Also 17 Fleisch ist schon? Und er hat schon 3 Fleisch drin. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist nice. Okay, kann ich jetzt eigentlich mittlerweile irgendwas anderes schon wieder bauen? Also ich könnte noch so ein Jagdhaus bauen. Den Rest brauch ich immer noch. So ein bisschen anderes, ha? Noch ein bisschen Wissen. Ah, warte. Nee, war auch schwer. Dienstleistungen. Produktion 6 Punkte. Ich kann halt nochmal ein Materiallager bauen. Das würde mir aber wenig Sinn machen, glaube ich. Ein Häuschen. Könnten wir bauen nochmal. Ein Holzschuppen. Also eigentlich sollte man nochmal ein Häuschen bauen, oder? So rein theoretisch. Ich baue das mal hier hin. Oh. Wenn ich das hier mal so hinbaue, bauen wir mal noch ein Häuschen. Ich fäll hier noch ein paar Bäume weg. Dann können wir nicht echt noch vielleicht noch den anderen Typen mit reinholen. Der soll dann das Holz machen. Wobei, warte mal, ich wollte hier Fertigkeiten. Technologie. Holzschuppen, den haben wir schon. Einfaches Haus.
Grabungsschuppen, Materiallager. Ich glaube, das Holz muss ich über... Kräuterhütte, glaube ich, wäre auch nice. Gegengift, aha. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen jagen oder sowas. Fischerhütte. Fischerhütte wäre auch sehr schön. Landwirtschaft. Nahrungsmittellager. Das kann ich noch gar nicht. Aber ich glaube, da muss ich erstmal wegen Landwirtschaft machen. Werkstatt, Küche, Schmiede, Näherei, Werkstatt. Aha. Also was ich... Kräuterhütte ist, glaube ich, nice. Und die Fischerhütte ist, denke ich, ziemlich nice. Nahrungsmittellager auch, denke ich. Und so, sowas wie Brunnen. Ein Feld können wir auch noch machen. Aber ich will jetzt erstmal noch ein Häuschen bauen. Den anderen Typi am Feuer holen wir uns noch. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ja gut, so viel ist noch nicht passiert. So, Zweige, Stöcke. Nehme ich mal alles mit. So. Schmeißen weiter. Wir fällen den Wald weiter. So. Wenn du das brätst, dann nimmt er 5 davon. Rest bleibt für dich. Mhm. Also das muss ich dann auch braten. Oh, hier sind wieder so Speisemorcheln. Nehme ich tatsächlich mit. Die bringen zwar ein bisschen Giftigkeit, aber da kann ich dann einfach so ein Johannes-Dings-Kraut reinpacken. Und dann ist es auch wieder weg. So, ich sammle das mal alles ein, weil das wird dann, glaube ich, bald im Weg stehen. Zu Dorf? Wir haben zwar erst einen Dorfbewohner, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das macht sich. Oder? Breitwegericht nehme ich mit. Ich habe das Gefühl, das macht sich. Auch noch ein Baumstamm. Genau, und jetzt sind wir eh zu schwer. Jetzt muss ich eh mal loswerden. Das Zeug. Dann können wir da das gleich weiter aufbauen. Dann schnappen wir uns den anderen Typen noch. Der soll auch einfach Jäger werden. Dass wir nahrungstechnisch schon mal safe sind. Hoffe ich. Lieber ein bisschen Überproduktion als zu knapp. Und dann könnten wir rein theoretisch uns noch einen holen, der halt das Holz macht. Ich frage mal kurz jemanden, wie lange er noch wach bleibt. Lange bleibst du circa noch wach? Und wollen wir dann nochmal telefonieren? So. So, bauen wir mal das einfache Haus auf. Weiter. So. Ich finde es auch schön, dass du das so ein bisschen was mitnehmen kannst, aber es nicht so übertrieben ist. Gut, es sind viele Baumstämme. Aber es hält sich noch in Grenzen. Gibt Schlimmeres. Keine Ahnung, bis ich müde umkippe. Das wäre ein bisschen arg lang dann. Ja, gerne. Okay. Nice. 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 So. Tatsächlich habe ich... Ich will mal kurz die Story zu dem Spiel erzählen. Ich habe es mir gekauft, weil ich es vor Ewigkeiten mal... Also wirklich vor Ewigkeiten bei Paluten gesehen habe, das Spiel. Und da war es... Nigelnagelneu. Also richtig niegelnagelneu. Also frisch holbar. Dann wisst ihr, wie lange ich es circa schon in Steam habe. Es ist halt schon ein paar Tage alt jetzt. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe es mir die ganze Zeit vorgenommen, mal zu spielen. Dann kam halt immer so gefühlt irgendwas dazwischen. In letzter Zeit halt auch sehr viel Genshin, weil ein Genshin-Spiel ist, wo man halt... Ich bin ein Freund, der mag Open Worlds und Erkundung und sowas. Und so ein paar Rätsel. Und das ist ein Spiel, was mir sehr viel Abwechslung in sich bietet.
Deswegen hat es mich so gefesselt. Aber bis jetzt macht mir das auch sehr viel Spaß. Das könnte öfter auf dem Kanal sein. Oder auf dem Kanal kommen. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir das einmal spielen oder nicht mehr, erstmal nicht mehr. Manche Spiele sind halt, weiß nicht, die kannst du ab und an mal wieder spielen. Zwei Jäger brauchst du momentan nicht, wäre, aber wenn es dich glücklich macht, ein Holz wäre wohl eher zu empfehlen. Ja, aber woher kriege ich denn Holz? Ich habe ja noch keine Holzfällerhütte oder sowas. Ah, wobei, ich pass auf, ich werde den anderen einfach in den Handwerk packen und dann mal schauen, ob ich da vielleicht das herstellen kann. Vielleicht kann er das machen. Es war so klar. Vielleicht kann er mir das dann herstellen. Na klar, du hast den Holzschuppen. Ja, okay, dann macht er genau das, was ich gehofft habe tatsächlich. Nice, okay. Dann bauen sich ja bald auch die Häuser von alleine auf. Kannst du sagen. Dann macht er das. Er braucht dann bestimmt eine Steinaxt. Ich habe kein... Kein... Komm, das mache ich jetzt noch fertig. So. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal pennen, weil es dunkel wird. Bis zum nächsten Tag. Bis zur nächsten Jahreszeit finde ich tatsächlich auch ziemlich interessant, dass man da schlafen kann. Guck mal, den fehlt's an nichts. Er geht direkt an die Arbeit. Oder? How are you? Interessantes gehört. Ich habe gehört, dass jemand dort jemand eine Aufgabe für dich hat. Wo finde ich? Bauerntier, Händler. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Oh, Entschuldigung. Ja, egal. So, Schilf brauchen wir. Würde ich schnell noch holen? Er hat keinen Hunger. Das heißt, rein theoretisch schnappt er sich das Fleisch jetzt aus dem Lebensmittellager, oder? Von alleine. Oder halt aus dem Ding. Weil ich denke nicht, dass das bisschen, was ich ihm gegeben habe, ausreicht. Um 8 Uhr fangen die Leute an zu arbeiten. Bis dahin stehen sie irgendwo rum und tun Dinge. Ach so. Wo ist die Uhrzeit? Was war das? Ich habe mir auf einmal den Himmel ganz genau angeschaut. Ja, gut, das habe ich gefühlt schon fast alles abgeerntet. Ich habe den Himmel gerade auf einmal ganz genau angeschaut. Gott, da bin ich gerade erschrocken. Uhrzeit steht oben auf der Karte. 7.44 Uhr. Ah, okay. Alphons der Kriegerische. Aha. Alphons 1 der Kriegerische ist unser Ding, oder was? Ah. Kann ich die Markierung wieder wegmachen? Wegpunkt entfernen. Ups. Gut. Dann haben wir hier für den zweiten rein theoretisch das Haus auch gleich fertig. So. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den anderen nehmen. Ich glaube, so wirklich viel Auswahl werden wir anfangs noch nicht haben oder werden wir überhaupt nicht haben. So. Dann ist das Häuschen fertig. Zack. In der Verwaltung steht, wie viel Nahrung die Leute brauchen. Bei ein Bewohner will momentan einen Nährwert von 30 haben. Das sind 5 Fleisch oder rote Beeren. Oder 4,2. Ah, okay. Nahrungsbedarf? Bedarf 0? Ein Tag 30. Okay, Wasser. Holzbedarf. Okay, Gebäude. Warum habe ich 6 von 7 Gebäude schon? Kann ich dann nicht mehr größer werden? Sag nicht, dass ich nicht größer werden kann dann. Oder muss ich dann erst was anderes noch bauen? Okay, wir haben ein Haus. Der soll jetzt erstmal...
glaube, wir brauchen erstmal. Das hast du jetzt da reingepackt, gell? Fleisch. Okay. Wir transferieren den Stapel. Grillen den einmal komplett. Wir müssen aber erstmal das Feuer entzünden. So, mehr herstellen. Zack. So. Gebäudelimit erhöhst du mit dem Kapitelquest. Ah, okay. Also die Jahreszeit jetzt hat. Okay, jetzt fehlt ihm Feuerholz. Okay. Und Nahrung fehlt ihm auch. Okay, okay, okay. Kommt ja, kommt alles. Ich bin gerade dabei. So, pass auf. Aktuell versorge ich dich ja noch selbst. Habe ich Holz gerade einstecken? Pass auf, dann machen wir auch gleich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Brennholz. So, dann schauen wir mal, dass wir das Brennholz zumindest schon mal halbwegs automatisiert bekommen. Also wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt halt hier das Brennholz reinschmeiße. Wo ist es denn? Brennholz? Komplett. Dann hast du keinen Brennholzbedarf mehr. Okay. Aber Nahrungsbedarf hast du noch. Ja gut, dann schmeiße ich dir dein selbstgejagtes Essen rein. Ah, 9 von 10. Okay. Wo war es denn? Gebratenes Fleisch. Pass auf. Wir sind nett. Wir machen genau die Hälfte. So, das hat er auch nicht mehr, weil ich habe nicht auch Hunger. Ja, wobei, pass auf, ich esse die Stinkmacheln. So. Und dann den Johannisbeerkraut. Haben wir keine Vergiftung mehr. Ich kann mich zur Not irgendwie über Wasser halten. Pass mal auf, ich schnappe mir jetzt den anderen Typi. Der soll in die Stadt gehen. Der soll Holz sammeln. Und vielleicht gleich Feuerholz mitmachen. Gucken wir mal. Der wird dann bestimmt eine Axt brauchen und sowas, aber das gucken wir mal. So. Berthold. Ansprechen. Ich baue eine Stadt auf. Hört, du bist dabei, eine recht gute zu arbeiten. Mach weiter so. Reputation erforderlich 100. Goodbye. Das heißt, ich muss Quests machen, oder? Für die Reputation. Oder wie mache ich mir sonst eine Reputation noch? Oh, ich habe Fähigkeiten gekriegt. Ja. Kenntnisse der Gewinnung. Okay, wir können aber kein weiteres Haus gerade bauen. Der braucht eine Reputation von 100. Das ist blöd. Dann esse ich. Hätte ich das Fleisch selber essen können. So, esse ich es jetzt auch. Ich weiß halt nicht, wenn ich darauf laufe, werde ich bestimmt auf irgendwas treffen wie Wölfe oder sowas. Und da habe ich nicht so wirklich Lust drauf, weißt du? Ich kann mich noch nicht so wirklich wehren. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 500. Pass mal auf. Technologie. War das hier? Sitzbaumstumpf? Stockzaun? Nee. Ich will eigentlich mal so Pfeil und Bogen lernen, weil, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich das jetzt lerne. Wie kriege ich Landwirtschaft? Okay, Landwirtschaftspunkte kann ich mir erklären, wie ich sie kriege. Hier, Werkstatt 1. Lass dir Zeit, in der nächsten Jahreszeit gibt es wieder neue Quests in den Dörfern. Nicht genug Technologie. Werkstatt 1. Wie kriege ich Werkstattpunkte? Ja, ich kann es mir denken. Indem ich Zeug an der Werkstatt baue. Ich mache jetzt einfach mal Feuerholz ein bisschen. Ich schmeiße jetzt ein paar Bäume um und mache Feuerholz. Feueralarm. Also die große Sirene gibt gerade bei uns.
Mache jetzt einfach mal Feuerholz, damit da ein bisschen was auf Lager ist. Dann werfen wir jetzt einfach mal ein paar Fichten um dafür. Oder machen wir eins auf Echo. Timber! So. Wenn wir mal so ein bisschen was haben. Ich versuche mal so ein bisschen Ressourcen aufzubauen. Schon wieder nichts mehr zum Trinken, hey. Was ich... Das, ohne Mist, das, was ich an einem Tag, wenn ich Stream wegsauf... Es liegt halt auch daran, weil man halt viel redet. Sauf ich so einen ganzen Tag nicht. Also im Normalfall. Nehme ich einfach mit. Wie viel passt denn so ein Materiallager rein? Ist es unbegrenzt oder hat es ein Limit? Dann könnte ich ja wirklich mal so ein Stuff reinpacken. Eine Tonne. Ah, okay. Danke. Pass mal auf, wenn ich jetzt halt hier... Ah, ich wollte nicht eine 1 machen. Das müsste rein theoretisch, nur mal zum Testen, Werkstattpunkte bringen. Ich trage zu viel, ja, das ist mir klar. 6,7. Ja, ich glaube, es bringt Werkstattpunkte. Wir gehen eh gleich mal am Fluss runter und trinken was. Dann kann ich hier das ganze Brennholz rüberschmeißen. Die Fäden... Ne, die Fak... Die Fackel nicht. Die Feder. Die Gänseblümchen und sowas, keine Ahnung, kann ich da nicht. Den Stein. Das Stroh. Die Stöcke. Das ist ja alles noch nichts. Gut. Hier gehen wir runter an den Fluss. Trinken mal schnell einen Schluck. Aua. Und baden mal kurz ein bisschen. Wir könnten auch mal zu der Stadt hier rüber gehen. So. Gebadet. Getrunken. Dann mache ich jetzt einfach ein bisschen Werkstatt. So. Mehrere herstellen. Machen wir mal voll. Das ganze Holz, was wir haben. Dann haben wir einfach mal Brennholz. Bis wir einen zweiten Typen in die Stadt kriegen, weißt du? Mit dem Hohen machst du zwar kein Brennholz, aber hey! Passt schon. So. Finde ich aber echt cool. So, hey, ich will eine neue Siedlung gründen, willst du einziehen? Ja, warum nicht? Hier hast du ein Haus. Musst du eigentlich nur Häuser und Arbeitsplatz für die zur Verfügung stellen. Und ab dann läuft es eigentlich selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen habe, der Brennholz holt, dann muss ich ja nur noch mich um die Wasserversorgung kümmern. Ja, der halt Holz macht und Brennholz holt. Dann muss ich mich wirklich nur noch darum kümmern. So, und ich glaube, das Brennholz sollte erstmal ein Stück reichen. So, wie viele Punkte waren denn das jetzt? Irgendwie die Befürchtung, dass es nicht viel waren. Ne, 6,7 immer noch. Was mache ich? Wie kriege ich das hoch? Weiter, indem du Gegenstände herstellst, backst, kochst, entdecke. Herstellst. Ach, das ist das, was ich selbst dann herstelle. Also rein Theo. Wenn man kein Trottel ist, kann man ab. Ist ab. Und nachliest, klappt hier alles. Ja. Ich bin kein Freund vom Nachlesen. Aber naja, dann pass auf, dann stelle ich. Äxte her. Ein paar. Weil der braucht die bestimmt. Ups. Die Beeren sind noch nicht reif. Die sind, glaube ich, erst im Sommer reif. Ach, ich brauche mehr Stöcke. Noch ein paar? Nee? Sind noch ein paar?
Ich will jetzt nicht ins Lager laufen. Hier, da liegt noch eins. Breitwegerich, nehme ich mit. Da. Bären gehen auch als Wasserversorgung. Ja, mehr Bären sind ja ziemlich saftig, sagen wir es mal so. Das sind ja mehr, So, jetzt hat aber... Ups. Jetzt hat aber eine neue Axt. Was ist das? Ach so, einfaches Säckchen. Ah, Leder. Ah. Warum wollte ich eigentlich Bäume schmeißen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt hat, weil Feuerholz haben wir gemacht. Ich wollte ja eigentlich ein paar Äxte machen für den Job später. Das heißt, ich muss... Ja gut, Stöcke kriege ich ja auch beim Bäume schmeißen. Okay, ich schmeiß einen Baum. Dich habe ich schon angehauen, gell? Ja. Baumfeld! So. Kann ich noch mal eine Axt machen? Speisemorche. So, mal Stöcke. Da noch irgendwo? Zweige. So, dann machen wir nochmal eine Axt. Ich drücke jetzt mal auf Tab, weil ich es mir von einem anderen Spiel angewöhnt habe, dass der Tab das ist. Spitzhacke! Hier machen wir erstmal noch eine Axt. Achso, jetzt brauche ich wieder einen Stein. So. Da kann ich bestimmt auf die großen Steine hier kloppen, die hier rumliegen. Und mit denen dann Stein holen, hä? Huh? Auf die 6, ist ja egal. Ich habe hier irgendwo so einen großen Stein gesehen. Hier. Kann ich jetzt auf die hier drauf kloppen? Nö. Hatte ich anders erwartet. Mist. Ja gut. Ist nicht schlimm. Ich sammle weiter erstmal ein bisschen Stuff ein. Und würde gerne nochmal so ein paar Werkzeuge einfach mal herstellen. So, dass mal alles so ein bisschen da ist. So ein Holzspeer, ja, können wir auch machen. So. Müssen wir mal ein paar Steine. Ich habe jetzt echt gehofft, dass ich da vielleicht einfach mit der Spitzhacke die großen Steine abbauen kann. Und vielleicht ein paar mehr Steine rausbekomme, als die, was hier so rumliegen. Aber leider nicht. Weitwegerig. Nicht mit. Leider nicht. Weil die muss ja auch erstmal finden. Weißt du? Die Steine, die hier so rumliegen. Oh. Nice. Überleben. Was haben wir da? Das haben wir schon. Was ist ein Schatzjäger? 5 unerwertete Stände beim Graben vom Ton vorkommen. Meister der Zerstörung ist beim Zerstörung von Gewalt Material zurück. Naturgewalt. Ja. Eins mit der Erde ist halt langweilig. Und Schaufeln. Ich würde erstmal das hier machen, oder? Ach, kann ich nicht? Achso, hier hinten. Quatsch. Der ist ja schon voll. Unempfindlich. Temperatur. Giftresistenz. Erkennen von Stücken im Prüfmodus. Stark wie Eiche. Und ich würde mal unempfindlich nehmen. So. Ach, kann ich mit der Spitzhacke hier vielleicht abbauen? Nö. Erforderlich. Schaufel. Gut. Hat sich erledigt. Also mit der Spitzhacke. Die leidet zwar,
Wenn ich sie so daher hau, nicht. Aber nein. Geht nicht. Achso, ich wollte Dinge herstellen. Einfach für später schon mal. Bisschen was. Weil der wird das bestimmt brauchen. Und ein paar Messer gleich noch mit. Das kann man bestimmt später auch so automatisieren. Aber wieso habe ich kein Messer mehr? Habe ich alle rübergelegt? Kann sein. So, machen wir nochmal ein Messer. Dass ich auch wieder selbst eins habe. Werkstatt, eigentlich genau das, was ich gerade wollte. Steinmesser, wieder auf die 3, bitte. Weiß man noch nicht, wofür ich es brauche. Werkstatt, na heiß. Nächstes Gebäude. Würde ich gerne irgendwo dahin bauen. Ich glaube, ich muss hier erstmal alles absammeln. Nicht, dass es wieder irgendwie heißt, ist irgendwas im Weg. So, pass auf. Gebäude? Wo ist das? Gewinnung? Nee. Nee. Jagd? Nee. Ja, Jagd nicht. Produktion. Werkstatt. 8 Holzstämme. Okay, bei Unterproduktion ist es und 8 Holzstämme brauchen wir. Kriegen wir. Daran scheitert es nicht. Wir haben noch einen Wald. Wer weiß, wie lange wir den noch haben, aber wir haben dann noch. So. Ui, fällt mir in die Richtung. Ups. Ich weiß nicht, ob man vom Baum erschlagen werden kann. Aber ich will nicht vom Baum erschlagen werden. Falls man es kann. So, 3 Baumstämme. Mal da schon mal. Oh, wir sind zu schwer. Warte mal kurz. Mit aller Kraft. Was habe ich denn, was alles so schwer ist? Ein Haufen Gedöns, ha? Ich schmeiß mal schon die Baumstämme weg. Wo sind sie? Hier, Holzstamm. Ablegen. Alles. Lass ich mal ein bisschen kurz hier. Schmeiß ich mal ins Lager. Die ganzen Äxte und sowas. F5 ist schnell speichern. Manchmal ganz hilfreich. Okay. Ich sehe einen Hasen. So, den Holzhammer. Transferieren. Den zweiten Holzspeer. So, pass mal auf. Dann die Steinaxt. Achso, davon habe ich gleich ein paar mehr. Die Stöcke. Werde ich eh gleich brauchen, schätze ich. Werde ich es mir eher wieder aus dem Lager holen müssen. Aber das ist egal, die transferieren wir auch mal alle rüber. Und das Steinmesser packe ich auch mal wieder rüber. So. Gleiches Sommer. Hoffentlich finde ich jetzt die Baumstämme, die ich gerade weggeschmissen habe, wieder. Da. Ich brauche nicht immer noch ein paar. Ja, mit dem Dachs habe ich mich schon angelegt. War erstmal keine gute Idee. Er hat mich erstmal angegriffen, der Arsch. Er hat einen Speer überlebt. Aber tatsächlich ist es sehr ruhig geworden hier. Gibt es irgendwie keine Viecher mehr? So. Zack. Zack. So, Werkstatt. Würde ich dahin bauen? So einen Weg halt wieder hier hinter erstmal so. So einen Schotterweg. So, warte. Gebäude. Wo war es jetzt hat? Produktion, Werkstatt. So, pass auf. Warte, ich würde es gerne mal... Warte. Drehen. So. Zack. Dann brauche ich einen Schotterweg.
Mal von hier so her. Und von hier mal so darunter. Bauen wir mal hier so ein bisschen her. So, dann haben wir hier auch noch einen schönen Schotterweg. Hier hin. Ich werde bestimmt... Ach so, das hat nur ein Dach. Oh. Hat nur ein Dach. Dann brauchen wir ja nur noch einen Baumstamm. Brauchen wir ja nur noch einen einzigen Baumstamm. Baumwelt. So. Nehme ich trotzdem mit. Lass nichts liegen. So. Dann schmeiße ich schnell den einen Baum darauf. Bam. Dann nehme ich kurz den Hasen hier. Dann ist die Hasenfalle broken. Dann würde ich einfach wieder eine Hasenfalle hierher schmeißen, oder? Hier. Fallen. Hasenfalle. Bam. Fertig. So, wir haben Durst und wir haben Hunger. Ich tue mal schnell was essen. Oder zum Essen, Achso, ich lasse immer los. Weißt du? Hm. Wir haben nur ein Fleisch? Oh, wir haben nur ein Fleisch? Okay, schade. Okay, das reicht aber erstmal. Ich schmeiß hier mal die Baumstämme rein. So. Den Pelz. Schmeiß ich auch mal rüber, komplett. Was hat er schon so ein bisschen gejagt? 15 Fleisch. Oh, leck mich am Arsch. Das war viel. Ich weiß, was ich mache. Saisonwechsel werden dein Stats Hungerdurst wieder zurückgesetzt. Ach so. Ja, aber trotzdem. Ist doch doof. Mehr herstellen. Volle Kanäste. Während der hier brutzelt, hole ich mir mal schnell was zum Trinken. Ich bin gleich wieder da. Bloß das Timing hat gerade perfekt hingehauen, ha? Ich glaube, das hat sogar perfekt hingehauen. Gut, pass auf. Trinken. Ach, und dann kannst du schlafen bis zur Saison, bis zur nächsten Saison und dann ist automatisch alles voll wieder. Ist ja auch irgendwie doof. Oder? Also ich find's doof, weil... Nur weil Sommer wird, bist du ja deswegen nicht voll. Hä? Achso. Ich esse mich trotzdem ein bisschen voll hier. Wir haben doch genug. Achso. Ich muss wieder ins Wasser. Ich bin noch nicht sauber. Ich wollte eigentlich Schilf holen.
Ich hab's vergessen. Ah, guck mal, so kannst du auch wechseln. Dann können wir nicht die Werkstatt noch fertig machen. Dann bräuchten wir aber jetzt rein theoretisch schon 3 Arbeiter, oder? Einer, der halt fürs Fleisch weiter jagt. Ne, 4. Einer, der Holz holt und Brennholz macht und so. Ein Jäger noch. Also die zumindest die freien Arbeitsstellen, die wir haben. Einen in der Werkstatt. Oh. Da hatte gerade jemand Hunger gekriegt. Ich schmeiß dir gleich was rein. Ah, du machst dir gerade die Bude sauber. Pass mal auf. Ich brauche nicht so viel. Deswegen transferieren wir den ganzen Stapel rüber gerade. Wasser hast du auch noch? Das ist doch schön. Okay, sollte man das noch fertig? Naja, du brauchst nicht viel Ware aus der Werkstatt. Das kannst du momentan noch selbst erledigen. Holz holen finde ich nerviger. Ja gut, das ist wahr. Das ist wahr. Oh, apropos Holz holen. Habe ich nicht gerade extra Baumstämme? Ach, ich habe die ins Lager gepackt. Ups. Das ist wahr, Holz holen ist nerviger. Aber rein theoretisch könnte man ja machen, dass sie sich dann damit so logischerweise selbst versorgen alle. Der macht dann Äxte für den einen. Achso. Warte mal. Dann müssen wir ja immer Steine sammeln. Ihr Holzstamm. Zack. Dann kriegen wir die Werkstatt noch voll. Und noch fertig. Na komm. Bam. Ah, und hier jetzt kann ich an der Werkbank hier Zeug machen. Was ist denn das? Einfache Fackel, Fackel. Weidekorb. Gut, da brauche ich überall noch die Sachen für. Ach, das sind Schemas, die ich kaufen muss. Okay. Bei manchen, zumindest. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen. Wir gehen einfach mal pennen. So. Batz. Schlafen bis zur nächsten Jahreszeit. Schau mal, jetzt können wir uns nur noch das aussuchen. Quest gescheitert, kleiner Garten. Die Zuneigung einer Frau gewinne. Erledige ein paar Aufgaben für deine Nachbarn. Ja, stimmt. Ja, die Sets sind alle voll. Die Zuneigung einer Frau gewinne. Ich hab nen Hammer. Den haut mal über den Kopf und nimmt sie einfach so am Fuß ziehend mit. Sag mal, wer bist denn du? Hail, friend. Unterhalten. Was kannst du? Leute dazu überzeugen, okay, was kannst du überhaupt nicht? Gehört von einem Schwein, dass Pilze große Entfernung riechen könnten. Ich habe von einem Schwein gehört, dass Pilze nicht so eins zu haben, wenn ich keine Rückenschmerzen für mich. Ich bin dabei, Reputation auch wieder 100, okay. Have a good day. Hallo junge Lady. Kannst du Holz fällen? Dann brauche ich dich nicht. Hier gibt es bestimmt Quests. Ja, hier gibt es schon mal eine Quest. Ah, bei mir gibt es auch in der Stadt eine Quest. Wer hat die Quest? Wer hat die Quest? Wer hat die Quest? Alt-Taste drückt, kann sie jetzt Leute im Lagerfeuer sehen. Ah. Ja, oh, ich kann sogar anders durchsehen. Guck mal, der hat die Quest. Nee, du hast die Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Wer der Kämpfer aus? Kannst du uns bitte helfen? Was geht hier vor? Nachts hören wir ein schreckliches Heulen, dass wir Schlacht schauen können. Wärst du so freundlich und für uns die Lösung? Entschuldige, dafür habe ich momentan keine Zeit. Nein, ich jag. Nö! Bist du doof?
Mit Wölfen will ich nur nichts zu tun haben. Mhm. Kann ich... Dann gehe ich wieder in die Stadt. Meiner hat ja auch eine Quest. Mein Typi. Was ist eine Quest? Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Woher kommst du bitte? Erzähl mir etwas über deinen Geburtsort. Ernsthaft, ich kann immer wieder das Gleiche fragen. Was kannst du? Ah! Das gefällt mir. Das ist doch eine gute Frau. Feldarbeit. Apropos Feldarbeit. Goodbye. Also, an sich jemanden, der sich die Ehefrau, Romantik. Ja, yeah, das habe ich festgestellt. Wir müssen die Zuneigung hochbringen. Das ist mir klar. Aber sie braucht jetzt erstmal einen Moment für sich. Mein Erscheinungsbild hat sie so überrumpelt, dass sie jetzt erstmal im Rollstuhl sitzt, weil ich sie platt gewalzt habe. Hallo, du bist doch der Jäger. Hello. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt es denn? Ich habe vor, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt noch etwas Ausrüstung. Kannst du sie besorgen? Sicher, es wird nicht allzu lange dauern. Zeit zum Jagen. Kann ich irgendwie die Quest aktiv schalten? Vielleicht? Oh, vor allem, wo ist die? Hier, Nebenquest. Zeit zum Jagen. Münzen, Fleisch? Dynastie-Reporter. Quest verfolgen. Hier, genau. Ein Steinmesser. Willst mich doch verarschen. Dafür kriege ich Reputation? Dann mache ich dir ein Steinmesser. Beziehungsweise ich nehme es aus dem Lager. Eins. Dafür kriege ich 50 Reputation, dass ich ein Steinmesser gebe? Hier. Ich glaube schon... hast du das, was ich brauche? Ich glaube schon. Soll das reichen? Hier ist etwas Geld für deine Mühen. Danke für... Auf gute Jagd. Alvins Geschichten. Ah. Wo ist das? Hier, Questziel. Alvins Geschichten. Stöcke abliefern. Ja gut, ich nehme hier... Also einen Stock. Manche Quests sind fragwürdig. Check mal bitte den Status der Leute am Lagerfeuer. Mach ich gleich. Was war das alt? Sie ist gut für Feldarbeit. Ach, guck mal. Das geht auch da drauf. Sie ist gut für Feldarbeit. Okay. Ich würde aber gerne mal schnell dem die Stöcke geben. Mama. Dir? Hallo, du bist Devo, richtig? Siehst du, hast du jemanden? Hä? Dafür, dass ich seine Geschichte angehört, plus 70 Ding? Was ist die Quest jetzt? Und wir haben den... Holzschuppen haben wir schon. Werkstatt haben wir auch schon. Okay. Da oben ist schon wieder eine Quest. Sprich mit Alvin. Okay, wir sprechen mit Alvin. War das da oben schon, wie wir angefangen haben? Du bist Alvin? Ich habe ein Problem mit Deliver gelöst. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich die Fackel ausrüsten. Warte auf den nächsten Sommer. Okay.
Erledige ein paar Aufgaben deiner Nachbarn. Gut, ich habe jetzt... Die hier haben jetzt gar nicht gezählt dafür, oder? Oh, da ist schon wieder eine Quest. Ich mache jetzt erstmal schon ein paar Quests. Beziehungsweise den einen werde ich vielleicht gleich sogar vielleicht noch mir krallen. Den einen Typi. Und die Frau braucht erstmal ein bisschen Ruhe für sich. Ich habe sie ein bisschen überfordert. So, ich wollte gleich Dinge von ihr wissen. Wer bist du? Achso, du bist der. Hallo. Kann ich dir etwas sagen? Ach so, du bist der mit dem... Nee. Wölfe, vergiss es. Mach ich nicht. Nee. Nee. So, pass mal auf. Wer bist denn du? Du bist ein Kind. Dich will ich noch nicht. Ich bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Klingt genau, was ich gesucht habe. Wir sehen uns dort. Pretzbohr. Ihm fehlt natürlich jetzt Stuff. Denke ich. So, kann ich dich gleich zuweisen? Lass mich mal dich genauer anschauen. So, du kriegst es erstmal... Ja, wir haben ja eh nur ein Haus frei. So, pass mal auf. Ein Arbeitsplatz. Ich würde dich tatsächlich gerne in den Holzschuppen packen. Da kann eh nur einer arbeiten. Gut. So, schauen wir mal. Das ist jetzt 1, 1, 1, 1. So, was hat die Werkstatt? Kein Arbeiter? Ja, ich habe ihn doch gerade rein eingewiesen. Keine Produktion eingestellt. Produktion machen wir. Ah, nein, nicht Werkstatt. Gewinnung ist es, gell? Jo, warte mal. Holzschuppen hier. Holzfäller, genau. Keine Produktion eingestellt. Holzstamm. Stöcker, Brennholz und Bretter. Okay, pass mal auf. ...60% hätte ich jetzt einfach mal an Holz gemacht. So. Dann... Stöcke brauchen wir auch ziemlich viele. Brennholz machen wir auch. Kein Material, klar, weil kein Baumstamm da ist. Bretter brauche ich eigentlich noch gar nicht. Ich gehe mal hier auf 55% her. Hier gehen wir mal auf so. Machen wir 50. 9 Stöcke? Kann ich ja zur Not auch selber sammeln. Na, hier mal 10% und dann mache ich hier oben wieder. So, das heißt, am nächsten Tag müsste rein theoretisch das da dann genug da sein. So. Jagdhütte. Hat ein bisschen Fleisch schon auf Lager, das ist auch gut. Die Werkstatt. Da arbeitet noch keiner. Was ist... Achso, war ihr Ding. Okay, gut. Ein Feld jetzt anbauen, glaube ich, macht wenig Sinn, oder? Jetzt ein Feld anzubauen. Aber wir können es mal probieren. Wo war denn das? Du kannst auch ein Feld machen. Ja, da war ich gerade dabei. Ich kann für Feld. Das gefällt mir. Kann ich das irgendwie drehen? Ich will es ja nicht so rechteckig haben. Das ist immer so. Scheiße. Weil so ist ja doof, guck mal. Wenn es so rechteckig ist.
Verstehst du, was ich meine? Ist ja blöd. Guck mal. Mach jetzt mal hier so ein Feld her. So hier hinten. Reicht das oder soll ich das größer machen? Machen wir mal so. Und noch größer. So? Ist das okay so? Um Brot kümmern, okay. So, mach ich mal so. Und jetzt hat? Muss ich bestimmt einen Hammer machen. Felder. Eine Sichel habe ich noch nicht. Okay. Muss ich die erstmal pflügen? Ah! Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Feldarbeit. Achso. Machen wir hier mal ein Feld her. Aber das ist blöd, dass es so rechteckig ist. Also, dass du es nicht drehen kannst, so. Achso. Bin schon wieder am Rand. Dann hätte ich jetzt mal hier so ein bisschen Feld. Ich muss mal kurz ausruhen. Dann wäre das schon mal mein erstes Feld hier. Nahrungsmittellager. Nice. Bauen wir auch gleich. Ich will erstmal das Feld hier fertig machen. So. So, schau mal her. Ich muss mal kurz ausruhen wieder. Dann mache ich hier noch so ein bisschen Kiesbeck her und das Nahrungsmittellager nebendran. Scheune. Oh, jetzt schalte ich aber ordentlich Gebäude frei, ha? Oh. Und irgendjemand hat Durst. Ach so, Hunger und Durst. Stimmt. Machen wir gleich weiter. Scheune und Ding. Hi. Gib mal alles her. Hat jemand Hunger? Und einen Eimer Wasser muss ich auch noch kaufen. Ich hoffe, die haben einen Eimer Wasser. Wolf greife ich definitiv nicht an. Vergiss es. Ich hoffe, das wird ein leerer Eimer. Hail, friend. My wares never disappoint. Eimer mit Wasser. Kaufe ich. Woher habe ich denn das Fladenbrot? Nimm du das. Danke. See you soon. Hallo, schöne Frau. Einfach mal vorbeilaufen und Hallo sagen. Ich hab den fast verhungern lassen. Warte mal, der braucht was zum Essen. Und dann können wir ein Nahrungsmittellager bauen und... das ist dann das nächste, was wir bauen. Dann nehmen die sich selber raus, hoffe ich mal. Und beim Wasser muss ich nochmal gucken, was wir da machen. Aktuell kaufe ich einen Eimer. So. Bisschen Fleisch noch braten. Dauert halt einfach ein bisschen. Packt man dem das in die Kiste im Haus rein? Dann sollte er jetzt erstmal glücklich sein. Dann schauen wir, dass wir ein Nahrungsmittellager bauen. Und die Scheune bauen.
Und das Feld hinten noch fertig kriegen? So. Ich würde aber gern auch ein bisschen was von dem gebratenen Fleisch essen. So, ich habe nicht auch Hunger. Guck mal, der Jäger, der versorgt uns ganz gut. Du wohnst jetzt in dem Haus. Du kriegst den Eimer Wasser. Und von mir aus das ganze Fleisch hier. Gebratenes Fleisch. So, schau mal, jetzt müsste es dir gut gehen. Ja, dir geht's auch gut. Doch schön. Ich glaube noch nicht, dass du mir Holz gebracht hast, oder? Nochmal Hase. Zack. Schauen wir mal. Vielleicht hat er ja schon Holz drin. Ah, Holzstamm. Ja, sogar 5 Stück. Ich mache immer eh. Leder, Pelz. Leder haben wir auch schon ein bisschen was. Stöcke. Da haben wir ein bisschen Sachen. Die nehme ich mal ganz mit. Und das Stroh nehme ich auch mal ganz mit. Gut. Wir gehen damit einmal schnell den Pflug machen, damit wir unserem Feld weiter bestellen können. Sind ja eh nur noch die 2 Felder hier, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir, das müsste hier drin Landwirtschaft sein. Nee. Lagerung. Wo ist denn das Zeug? Wie ist doch Scheune? Ach, Gebäudegrenze ist überschritten. Ach so. Das ist blöd. Hier brauchen wir jetzt Dünger. Säckchen Dünger. Okay. Also wenn die Gebäudegrenze überschritten ist, ist blöd. Dann kann ich gar nicht weiterbauen. Aufgaben für deine Nachbarn muss ich erledigen. So, die sind ja erstmal eigentlich soweit versorgt, oder? Pass auf, den Holzstamm lege ich mal noch zurück. Aber die ganzen anderen Sachen verkaufe ich jetzt mal. Bis auf das Stroh vielleicht, das ist auch nicht so. Aber die Stöcke hier zum Beispiel verkloppe ich mal. Das Leder nehme ich mit. Den Pelz nehme ich mit. Die Federn nehme ich mit. Verkaufe ich mal alles in der Stadt. So. Aber wir können uns doch hiermit... Ich brauche 3 Leder. Okay, egal. So. Verkaufen wir jetzt mal in der Stadt, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Vielleicht können wir uns ein bisschen was kaufen. Gebäudelimit überschritten. Also den Wolf will ich definitiv nicht machen. Nein, 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 nein. Das wäre, glaube ich, für mich Selbstmord. Aktuell. Hey, hallo junge Frau. How is life treating you? Okay, mach's gut. Ich verkauf's hier. Haben wir mal gesagt, oder? Hey! Zeig mir deine Waren, beziehungsweise will ich dir das hier alles verkaufen. Damit wir ein bisschen Geld kriegen. Alles? Nee. Alles? Und die Stöcke verkaufen wir dir auch alle. Ist zwar jetzt nicht viel Geld, aber wir machen ein bisschen was. Zumindest. Damit gehe ich jetzt mal. See you soon. Tschüss. Hier hinter. How can I help you? Kann ich was? Whatever you need, I've got it. Birnbaumsetzling? Genau. Du hast so Zeug, nämlich. Wie viel kosten solche Setzlinge denn? Die sind echt teuer. Wie viel Geld habe ich denn? Ah, hier, 638. Aber ich brauche Dünger.
Aha. Okay. Okay, okay. See you soon. Ich muss noch irgendeine Sache machen für jemanden anders. Irgendeine Quest. Du kannst im Sommer nur Kohle anbauen. Ja, ja, ich muss aber an sich, meine ich, noch eine Quest für jemanden machen, weil wir haben unser Baulimit erreicht. Wir können nichts mehr anbauen. Oder nichts mehr bauen in unserer Siedlung. Was blöd ist. Wo wäre denn hier die nächste Quest? Also echt weit weg. Soll ich da hinlaufen? Ich weiß halt nicht. Wir haben wir hier noch? Wir können halt hier direkt die Scheune könnten bauen und das Nahrungsmittellager. Jahre bis Questreihe verfällt 6. Warte auf den nächsten Sommer. Das ist gut. Finde heraus, was mit der Rockenlieferung nicht stimmt. Kann ich die mal hier Quest verfolgen? Wo muss ich dafür hin? Ah, vielleicht kann ich sie sogar hier direkt machen. Fährt kein Bus? Nee, ich glaube, ein Bus fährt nicht. Ah, guck auch mal. Hui. Tag, da. Plus 10. Sprich mit Nada. Nada ist... Warum ist der da hinten? Okay. Sprich mit Samboa. Wo ist der? Der ist da oben! Ich glaube, ich muss darauf. Oder? Rein theoretisch muss ich darauf, oder? Denke ich jetzt mal. Die Quests zählen nicht für deinen Fortschritt. Ja, ich habe aber erledige Aufgaben für deine Nachbarn. Und ich habe ja nun... Sind es nicht die Nachbarn, die Stadtnachbarn, oder... Sind es die Nachbarn in der Stadt? Aber ich habe ja 2 von 3 und ich habe erst einen Nachbar gehabt, tatsächlich. Aber was ich jetzt mal gucken wollte. War das nicht die Bärenbüsche? Mit unreife Bären? Beim Frühling waren es noch unreife Bären. Die Hauptquest aber nicht. Die Aufgabe in Tutti würde gehen. Ja, ach so. Ich hätte jetzt gedacht, erledige Aufgaben für deine Nachbarn. Ah, hier doch, Bären. Die sind jetzt reife Bären, oder? Ja, dann sammeln wir ein paar Bären. Ich sammle jetzt ernsthaft ein paar Bären. Einfach, wenn wir es können. Welche ist die? In Tutki? Die hier. Ja, und die hier nicht? Oder die hier? Oh. So, haben wir mal ein paar Bären gesammelt. Tollkirschen, ah. Nehme ich auch mit. Da muss ich mich ja trotzdem auf die Reise machen. Aber so ein bisschen die Befürchtung. Die anderen beiden nicht, weil die Story-Quests sind.
Die hier, Geschichtsquests, die zählen nicht. Okay. Also muss ich halt irgendeine neue machen. Oder wie? Okay. Ich sammle alles mal hier ein, was hier ein bisschen ist. So. So. Jupp. So. Jetzt haben... Alter, wir haben Bären. Aber es sind doch alle drei in der gleichen Ding. Ein Kraut, das ist giftig, wird im Sommer in der Wildnis gefunden, kann verzehrt oder weiterverarbeitet werden. Also würde ich nicht essen. Ich esse mal Beeren. So. Das wäre mein Feld. Ich verstehe gerade nicht, was du mir sagen willst. Also es ist nicht böse gemeint, aber ich verstehe, ich darf's nicht. Ich hätte gerne einen Zaun. Soll ich das kaufen? Komm, das kaufen wir. Und Zaun in unserem Feld rum. Gatter werden wir nicht brauchen, ist ja nur ein Feld. So. Sag mir bitte, das ist der Ganze. Ah, nö, okay. Weil im Handbuch oder im Tagebuch sind sie ja alle unter der gleichen Kategorie Irgendwas sind gemeint, die Aufgaben, die für Nachbarn erledigen kannst. Ach so, also für Nachbarn in meiner Siedlung. Ah, davon habe ich gerade keine, also geht aktuell gerade gar keine sogar. Ja, dann machen wir hier einfach den Stockzaun rum. Aber wir machen ja gerade ein bisschen Geld. Könnten wir einfach mal eine Technologie freischalten? Also sowas wie... Den Bogen? Den Bogen vielleicht? Leinen. Garn, okay. Nehme ich zurück. Wofür braucht man einen Holzlöffel? Ein Eimer! Vom Wasser aus sehen, ja, den kaufen wir. Den kaufen wir, weil den Eimer können wir an der Werkstatt selber herstellen. Dann kann ich den mal hier Wasserdinger geben. Wo ist der Eimer? Hier, natürlich brauche ich dann die Bretter. Es ist wieder irgendwas zu basteln, statt die Rohstoffe direkt zu verkaufen. Ja, bis jetzt konnte man noch gar nicht so viel basteln. Ich schaue, dass ich vielleicht, keine Ahnung, jetzt so ein Zeug ein bisschen produziere. Ich sammle mal hier so ein bisschen ein, um unseren Zaun dann gleich weiterzubauen. Was habe ich eigentlich jetzt gebaut? Was wollte ich? Irgendwas wollte ich noch machen. Wollte ich hier Bäume fällen? Nee, ich wollte keine Bäume fällen. Ich verliere hier so schnell den Faden gerade. Eigentlich Zweige wollte ich sammeln für den Zaun. Wo ist er dann? Hier ist er.
Dann müssen wir warten, bis eine Nachbarquest aufkommt. Da haben wir gerade keine. Das war jetzt nicht der hübscheste Zaun, aber es ist ein Zaun. Können wir ja später noch schönere Zäune rumbauen oder so. So. Ich würde erst einmal mal pennen gehen, oder? Wenn es geht. Beziehungsweise würde ich jetzt dann auch, glaube ich, langsam mal Schluss machen. Das streamen wir heute auch schon echt lange. Ein 6 Minuten. Ja, guck mal, fast das richtige Timing erwischt. So. Jetzt müsste eigentlich das Holz dann auch von alleine auch kommen. Ey, wir könnten mal. Ich gehe nochmal schnell zur Frau, bevor ich das vergesse. Wenn du 2 Steine und 10 Stöcke direkt verkaufst, dann bekommst du. Wenn du daraus eine Axt machst, verkaufst du $20. Ah. Okay. So. Steine habe ich halt noch nicht so oft. Ich bin gerade. Warte mal. Erstmal Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Oh. Ich habe es wieder runtergemacht. Nein! Ich habe halt einfach irgendwas gedrückt. So, du kommst jetzt auch daher. Warte mal. Okay. Dich kann ich verwalten? Du brauchst jetzt aber ein Haus, oder? Ja. Aber du bist schon mal bei uns. So. See you soon. Ich hab die Romantik verkackt. Egal, nicht schlimm. Ist tatsächlich auch nicht mehr meine Quest. Gewinne die Zuneigung einer Frau. Aber ich kann eh nichts mehr bauen. Also ich kann kein Holzhaus bauen gerade. Wo ist denn Verwaltung? Kann man hier irgendwo einen Überblick? Ja, 7 von 7. Bedarf 324? Dynastie, Reputation, Steuern 29, 0. Achso, muss ich das Geld dann vielleicht hier ins Lager legen? Sie kann bei einem der Männer wohnen, das stimmt allerdings. Das könnte man machen. Wenn ich jetzt einfach mal hier, sagen wir mal, ein paar Münzen ins Lager schmeiß. Dass mich auch meine Steuern bezahlen kann. Das stimmt, das können wir machen. Verwaltung, du. Aber du kannst natürlich nicht bei mir wohnen, dann wohnst du hier. Und? Du kannst jagen sogar? Oh. Aber Landwirtschaft wäre so besser. Pass auf, dann gehst du jagen. Leere Slot? Jäger. Genau. Jetzt müssten wir rein theoretisch 2 Jäger haben, oder? Nicht Holzschuppen, Jagdhütte hier. 2 von 2, genau. Dann haben wir 2 Jäger, dann jagen die halt einfach nochmal ein bisschen. Gut. Einfaches kleines. Warum fehlt es in dem an allem? Jetzt nicht mehr. Okay. Dann haben wir schon 3 Menschen in unserer Siedlung. Ist doch gut. Jetzt würde ich aber tatsächlich mal speichern. Und Schluss machen. Für heute. Es gibt noch Nebenquests, die du erledigen kannst. Die grauen Rufzeichen. In Tutti ist eine. Ja, muss ich. Die machen wir vielleicht morgen. Weil da muss ich dann hinlaufen. Aber jetzt würde ich tatsächlich speichern. Hier. Ja. Denn, jetzt mache ich langsam mal Schluss. Das geht einfach zu. Okay. Wir haben nämlich jetzt